Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gran Turismo Sport. Ich bin die goldene Mitte. Alinchen ist vor mir. Alinchen. Ja, meine Freundin heißt Alina. Ja, moin. Alinchen, okay. 2-2 ist stark. 2-3 war auch schon stark. Aber ich bin mit meiner 2-6 sehr zufrieden gewesen. Wie gesagt, ich lasse mir jetzt auch für die Quali immer Zeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt sehe, ein Rennen geht in 4 Minuten los, dann fahre ich das nicht mehr. Dann warte ich einfach, bis die neue 15-Minuten-Quali losgeht, damit ich halt, ne, ein bisschen bessere Startposition habe und auch ein bisschen mehr zeigen kann. Ich lasse mir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Warm-up machen wir jetzt auch nochmal. Wir fahren. Oh, was ist das für ein Rennen? Ihr habt das wieder, ne? Mit der N2000-Klasse. Ich hoffe, da war gerade kein Leck wieder. Achso, das Autopilot. Ich drücke die ganze Zeit schon auf Gas, dachte mir so, ja moin. So. Die erste Kurve kann nämlich schon sehr, sehr viel entscheiden hier. Bin ich mal gespannt. Wie die das hier handhaben. Der hat es natürlich deutlich besser geregelt als ich. Ach so, das war das Warm-up, die eine Kurve. Kann man mal klatschen. Gut. Ich würde sagen, let's go. 4 Runden. Das kann spaßig werden. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock drauf. Ganz schön viele Deutsche unterwegs. Oh, ein Südafrikaner sogar. Sieht man relativ selten. Glaube ich. Ist schon ewig her. Ich glaube, das ist jetzt die 79. oder 78. Folge. Ich habe auf jeden Fall vor Folge 100 nicht aufzuhören mit, Gran Turismo. Oh, wir fahren fast alle dasselbe Auto, den Toyota. Könnte spannend werden. Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht in der Cockpit. Oh, kein fliegender Start? Alinchen, ich hoffe einfach mal, du bist eine Frau. Ich werde dir nichts tun. Ich werde keine was tun. Ich werde ganz normal fahren und gleich werden sie alle bremsen. Ah, wir sind. Oh! Also, da vorne ist ein bisschen gekebbel. Aber ich bin relativ gut durchgekommen. Hab zwar ein paar Plätze verloren, aber besser so, als wenn ich. Na, ihr wisst schon. Und da ist ein Hütchen weggeflogen. Ah, ja, hier vorne ist Chaos. Hier vorne ist pures Chaos. Hier vorne ist pures Chaos. Verpiss dich doch! Alter. Uno 69, ey. Hast du Uno falsch geschrieben oder ist das. Alter, der wurde ja vollkommen. Supi! Was ist hier los? Und trotzdem habe ich einen Platz verloren, ey. Holy fucking. Ne? Ihr wisst schon. Oh, hier wird gerammt. Hier wird wieder gerammt. Ey, die gehen hier ganz schön gut ab, ne? Die da vorne haben jetzt so ein bisschen Ruhe. Der ganz vorne, der Johan, der Jillen, der hat erst recht Ruhe. Oh, bremsen! Ah, okay. Ey! Supi, box mich nicht weg hier. Alter, ich hab euch doch nichts getan, Ivanoskai, Kastan. Ivanoskai, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Und ja, Julia, falls du das hier siehst, mir ist scheißegal, ob das Spanier ist oder nicht. Ach, scheiße. Oh, was ist mit dem los? Was hat denn der da für einen Balken? Kriegt er gleich einen Supercharger? So Mario Kart-mäßig blauen Panzer oder so? Was ist das? Oh, Slow. Ah! Oh, Leute, der muss. Heißt das etwa, der fährt gerade langsamer oder hieß das gerade, der muss langsamer fahren? Ansonsten kriegt er die und die Strafe. Okay, verpiss dich, danke. Der verpisst sich ja auch. Alinchen, nein! Ah, ich glaube, die kriegen eine Strafe, wenn sie nicht die Zeit runterdrücken. Okay, das ist neu, das ist interessant. Find ich gut. Oh nee, oh bitte nicht. Alter, hör auf, mich abzuräumen. Ah, ich bin durchgekommen. Ja, schubst mich an, danke. Oh, Bruder, danke schön. Okay, wir sind durchgekommen. Ich hoffe, ich kriege keine Strafe. Ich habe nämlich nichts gemacht. Nice. Das war relativ gut genommen.
Ist schon spannend, muss ich gerade sagen. Also. Es könnte sein, dass ich vielleicht sogar noch ein bisschen höher komme. Ich hoffe es doch mal. Aber wir sind gerade auf einer ruhigen Position. Nichts vor uns, was stresst, nichts hinter uns, was irgendwie uns auf den Sack geht. Alles schick. Wir haben noch keine Schra. Und da war gerade mal wieder mein Laptop at its best. At its best, meine ich, meine Güte. Ah, die Kurve war nicht gut genommen. Die Kurve war richtig kacke. Oh shit, dafür krieg ich die Quittung. Dafür war die umso besser. Ihr wisst ja, mein Laptop spinnt der immer rum. Vielleicht hätte ich da gerade ein bisschen mehr bremsen sollen, aber es ist mir egal. Ich will Windschatten eigentlich haben. Oh, was macht er denn da hinten? Kriegt er wenigstens eine Strafe dafür oder ist das erlaubt? Ich hoffe mal, das war nicht erlaubt. Ja, der holt sich jetzt meinen Windschatten natürlich. Er holt sich meinen Windschatten. Verpiss dich! Mich! Warum müssen die Franzosen eigentlich immer an den Deutschen lutschen? Hört doch mal auf damit. Mann! Ich muss bremsen, Bruder. Ich muss bremsen. Muss man aber sagen, gut gemacht von ihm. Er ist nicht frontal reingegangen. Er hat gewusst, ich bremse, also ist er ausgewichen. Nice! Jetzt muss ich aber an ihn lutschen. Anders geht's nicht. Mann, ist das ein Gelutsche hier. Ey, Bruder, fahr doch nicht so schnell. Kass Racing, ich liebe dich doch. Bleib doch bitte stehen. Ja, komm, Gas, 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 Gas. So kennen das die Deutschen. Gas, los. Oh. Ah, dieser. Wo kam er denn jetzt her? Alter, habe ich mich erschrocken. Wer war er denn? Oh, Mann, ey. Ich dachte, ich hätte niemals erwartet, dass ich mich bei einem Gran Turismo-Spiel mal erschrecke. Aber das war fucking unheimlich. So, jetzt habe ich die Kurve gut genommen. Ich muss lutschen. Hallo. Lass mich an einen Auspuff saugen. Du geile Sau. Ah, jetzt hat er wieder Speed aufgenommen. Okay, dann muss ich wohl an den Südafrikaner ein bisschen ran. Ey, danach ist letzte Runde schon. Holy, das ging schnell. Oh, Uno ist sogar Erster jetzt. Wie hat er das denn gemacht? Krass. Respekt. Hoffentlich bremst du nicht zu früh, mein Kumpel. Hoffentlich bremst du nicht zu früh. Hoffentlich bremst du nicht zu früh. Da kann man sagen, was man will, aber es war ein nices Überholungsmanöver von mir. Da kann ich mir mal selber kurz auf die Schulter klopfen. Das war geil. Das war wieder nicht so geil. Ey, mit Fünfter gebe ich mich auch zufrieden, ganz ehrlich. Ich bin ein Noob in dem Spiel. Gut, okay, Noob würde. Ja, gut, Noob jetzt nicht ganz, aber. Was machst du da? Der ist neben mir irgendwo. Naja, vergiss es, ich mach zu. Ich mach zu. Du bist nicht schneller als ich mach zu. Okay, ich mach nicht mehr zu. Okay, die Kurve muss jetzt sitzen. Die muss jetzt richtig krass sitzen, ey. Ja, das war klar. Schade.
Schade, schade, schade. Ich bremse doch ab. Hallo, ich fahre schon so langsam, wie ich kann. Was soll ich denn machen? Ich bremse doch. Ja, wow. Das habe ich gerade eben doch auch gemacht. Ja gut, Sechster. Ich habe mich um einen Platz verbessert. Aber das Rennen war trotzdem spaßig. Also so viel, ne? Muss man mal sagen. Oh, der Racer West Coast hat keine Strafe bekommen, obwohl er einmal volle Kanne nach links, nach rechts ausgeschweift ist. Krass. Okay, die Spanier haben komplett dominiert. Erster, Zweiter und Dritter. Heftig. Und Alinchen ist Elfter. Did not finish sogar. Holy shit. Ja, war okay. Man kann nicht immer, ne? Unfallfreies Rennen immerhin, ne? Das ist mir sehr viel wert. Wenn ich so an manche Folgen denke, wo ich einfach manchmal mit Absicht gerammt habe, weil der mich gerammt hat. War cool. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch beim Zusehen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge Gran Turismo Sport. Die dauert auch nicht mehr so lange. Wahrscheinlich mache ich sogar morgen nochmal einfach eine, damit ihr ein bisschen, ne, mal wieder Gran Turismo bekommt. Jetzt geht es auf jeden Fall wieder weiter mit mehr Videos. Haut rein und tschüss.